So wie sich Was machst du selber? Die Klöße. Du machst mal heute Klöße, ja? Klöße. Und für was? Für Weihnachtsessen oder wie? Genau. Warum ist denn heute bei euch ein Weihnachtsessen? Weil heute Totensonntag ist. Hatten wir ja aus. Heute ist Totensonntag? Morgen ist Totensonntag. Heute ist Samstag. Heute ist Totensonntag. Heute ist Totensonntag. Ist heute Totensonntag? Morgen ist Totensonntag. Morgen ist Totensonntag. Ab Totensonntag wird hier wieder geschmückt. Ne? Das heißt, auf dem Sonntag wird Nico hierher kommen und den Laden schmücken. Der kann sonntags nicht. Hätte auch leicht haben können, hätte heute schon schmücken können, ne? Ja, eigentlich hätte er schon heute. Schminken vor allen Dingen. Hast du sie gesagt? Schminken. Hey, hast du jetzt Schminken gesagt? Er hat Schminken gesagt. Schminken. Er hat wahrscheinlich gerade an Dings gedacht, Drag Queen da. Ja. Die Serie. Also die Flo. Hey, nochmal auf den Gespräch von gestern. Ja. Das ist halt leider. Queen of the Drags. Was mein Bus? Renn! Laufschlampe! Lauf! Lauf! Renn, Forrest! Lauf, Schlampe! Lauf! Da ist er drin. Der Schwerverbrecher. Der ist doch der Grobmotoriker, so. Und der Mund so. Lack! Hier kann ich nur empfehlen, Madame Dung. Besser Vietnamese um die Ecke. Und da Spaghetti-Eis. Ja, da Spaghetti-Eis. Also wir haben alle Tier, wir haben alle Tier. Findest du es kalt? Ja. Ich find's übelst warm. Lungenbrötchen. Ja, Mani wollte gestern, was hast du gestern noch gesagt? So, gestern nicht viel. Ich gestern ist nicht viel geraucht, ne? Ja. Aber heute wieder mehr, ne? Heute habe ich ein bisschen mehr geraucht, das stimmt. So, das sollte eigentlich unser neuer Laden werden. Der so aber war? Genau, der war so begehrt, der soll, eigentlich ist er auch schon weg, da waren wohl drei Interessenten, genau, am Start und wie man sehen kann, steht es jetzt immer noch schon seit einem halben Jahr leer. Da ist wirklich nichts passiert, ne? Nichts, gar nichts. Die hat uns so verarscht. Stimmt, die Tür wollten sie auch erneuern und alles gleich geblieben. Das wäre eine Fläche gewesen, meine Fresse. Sieht aber ein bisschen komisch aus. Ist ein bisschen Hitler-Move, so von unten sich filmen. Ist eigentlich nicht so cool. So, Freunde, gerade nochmal. Heute ist eigentlich mein freier Tag. Habe ich nochmal eine Kundin glücklich gemacht. Ich konnte sie anders nicht unterkriegen. Deswegen sind wir heute trotzdem arbeiten gegangen. Auf jeden Fall, warum ich das Ganze jetzt hier gerade mache. Denn eigentlich geht es um was ganz anderes, was ich euch hier in diesem Video sagen möchte. Und zwar, das ist jetzt wieder, also der ausschlaggebende Punkt, warum ich dieses Video gerade mache, ist, weil mir wieder was zu Ohren gekommen ist, beziehungsweise mit einem Foto, mir wurde was gezeigt und der Preis hat völlig den Rahmen gesprengt. Ich weiß, dass jeder Künstler da draußen selbst entscheiden darf, wie viel Geld er nimmt und wie viel nicht, aber ich finde, man sollte schon irgendwie Respekt mit dem gegenüber den Kunden haben. Ja? Was ich damit sagen will ist, Alter, du kannst nicht für eine Stunde tätowieren zum Beispiel 250, 300 Euro nehmen. Das ist einfach frech. Das ist einfach respektlos und frech und Ausbeutung. Und ich mache gerade dieses Video, um euch zu sagen, lasst euch bitte nicht ausbeuten. So, wir haben jetzt ein Beispiel. Das nehmen wir jetzt einfach mal, damit ihr so ein bisschen mir folgen könnt. Und zwar, es war, glaube ich, eine Dame, die ist in ein Tattoo-Studio gegangen und hat sich einen Spruch auf den Arm tätowieren lassen. Dieser Spruch ist ein solider Spruch, den man kennt. Ich glaube, mein Versprechen an dich, ich lasse dich nie im Stich, glaube ich, sowas in der Art. Von mir ist auch noch ein bisschen länger, ich weiß nicht genau, ob es der jetzt war. Ich habe dieses Bild jetzt nicht vor Augen, war fuchtig so viel mit den Händen rum. Auf jeden Fall, das ist gerade Florian. auf jeden Fall. Was ich sagen will, ist, diese Dame ist halt da hingegangen und hat einen Spruch auf den Unterarm bekommen. Unten, Unterarm innen, glaube ich, ja? Also sprich nicht der ganze Unterarm, sondern ein Teil vom Unterarm, die Hälfte sozusagen, damit ihr euch wirklich das richtig gut vorstellen könnt. Und da wurde, ich nehme mal an, dass es Freihandkunst war, sprich Freihand wurde ein Schriftzug drauf gezimmert, den man Stift vorzieht, alles drum und dran, schön und gut, verstehe ich. Und das sollte man sich auch extra bezahlen lassen.
Das verstehe ich voll und ganz, weil es ist Freihandkunst. Genauso wie wenn du ein Bild vorbereitest an deinem Computer, genau das sollte auch mit in dem Preis drin sein. Ja? Was ich damit sagen will, ist, viele Leute draußen denken immer so, ich bezahle nur das Tattoo und das war's. Nein, du bezahlst alles andere auch. Das Material, die Arbeit, die du davor machst, immer so weiter und so fort. So, jedenfalls hat diese Dame, dann nehme ich mal an, freihandkunstmäßig, ich weiß es noch nicht mal genau, sie ist jetzt noch viel schlimmer, freihandkunstmäßig was raufbekommen. Wie gesagt, ich glaube, das war dieser Spruch. Und es ist, also man kann noch nicht wirklich sagen, inwiefern das Tattoo von der Qualität her gut gestochen ist. Das kann man noch nicht sagen. Es ist nämlich noch in der Heilungsphase. Und ich muss echt sagen, da ich schon unten es gesehen habe, am Handgelenk, da wo die Farbe sowieso ein bisschen rausbricht und schwer drin bleibt oder manchmal sogar zu tief drin bleibt, ist sowieso so eine Sache. Also das muss man auch natürlich noch vorweg würde ich sagen, sagen, dass es ist Haut. Es ist quasi kein Papier, es ist Haut. Ja? Also sprich, man muss da nochmal ein bisschen anders rangehen. Und es bleibt auch ein bisschen anders in der Haut und sieht ein bisschen anders aus. Von diesem Fall, den wir hier reden, der hat nichts mit mir oder mit dem ganzen Studio zu tun, sondern es ist jemand Außenstehendes. So, pass auf, diese Dame hat jedenfalls dann diesen Spruch darauf bekommen und das wurde dann auch tätowiert. Jetzt gehen wir mal von aus, der Tätowierer hat sehr lange gebraucht. Das erst vorher rauf zu skizzieren, sagen wir mal, das hat eine Stunde bis anderthalb gedauert. Was, wenn man das oft macht, was ich auch schon abgecheckt habe, derjenige auch sehr oft macht und sollte auch eigentlich nur dabei bleiben und bei nichts anderem. Denke ich mal, dass er eine Stunde dafür gebraucht hat und dann hat er angefangen zu tätowieren. So, jetzt gehen wir mal davon aus, das Ganze hat 5 Stunden gedauert. 5 Stunden, dieser Spruch ist ein Letter, Chicano-Letter, deswegen ist jetzt nicht von schlechten Eltern. Es ist wirklich solide gestochen, aber so richtig kann man noch nicht drüber urteilen, weil es ist nicht abgeheilt. Und ich habe schon gesehen, dass hier und da ein paar Linien rausbrechen. Gut, dafür gibt es ja noch einen Nachstich, den kann man ja dann auch noch vereinbaren. Wenn er jetzt dafür auch noch Geld haben möchte, dann wäre das eine übelste Frechheit. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil der Preis, den er kassiert hat, ist schon eine Frechheit. So, passt auf, Leute. Was ich jetzt aber damit sagen will, ist, diese Dame war dann halt fertig und ich gehe mal davon aus, dass das wirklich so 5 Stunden gedauert hat. Also im höchsten Fall. Und dann darf dieses Tattoo, was ich euch jetzt damit gerade sagen will, darf es wirklich auch 400 Euro kosten. So um den Dreh. 400 Euro ist völlig in Ordnung, aber das reicht dann. Es ist Freihandkunst mit drin, hat vielleicht nicht so jeder, wie er es darauf gemacht hat. Wobei man Buchstaben jetzt nicht verfälschen kann. Wenn du eine eigene Handschrift hast, dann kommen diese Buchstaben überall wieder drin vor. Also es ist nicht wirklich ein Unikat, aber es ist trotzdem Freihand gezeichnet. Jedenfalls 400 Euro würde ich dafür in Ordnung finden. Aber jetzt kommen wir wirklich zu dem Preis, der bezahlt wurde von der Dame. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem frechen Ergebnis. Diese Dame wurde mir jetzt so gesagt, und ich gehe auch davon aus, dass es stimmt, weil warum sollte man sonst sowas in der Welt verbreiten? 1200 Euro dafür gezahlt. Jetzt müsstet ihr da draußen, die gerade das gucken, sagen, was? Genau, 1200 Euro. Ich sag euch mal, dass ein Randy Engelhardt, ein motherfucking Randy Engelhardt, der, kann man schon so sagen, King in Deutschland ist, vieles aufgebaut hat, wo man einfach riesen Respekt haben muss. Ich glaube, der nimmt schon in dem Dreh so 1500, 1800, glaube ich. Irgendwie so, ich habe mal was gehört von 1500 eine Sitzung, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls darf er das natürlich tun, weil die Fläche, die er damit deckt, da sitzt du ruhig 8 bis 12 Stunden da und da macht dir das Ding auch fertig und da hast du, weiß ich, wie viele Töne drin und immer so weiter und so fort. Und Schattierungen und ach, einfach realistische Bilder halt. Und für einen Schriftzug 1200 Euro zu verlangen, was wirklich höchstens 5 Stunden dauern darf. Wie gesagt, was heißt darf, ist auch wieder so ein Ding. Im Endeffekt kannst du dir so lange Zeit lassen, wie du möchtest als Künstler. Finde ich auch immer besser. Aber wie gesagt, wir gehen einfach von diesem Zeitfenster aus. Wir können auch sagen, eine Tagessitzung von mir aus. Dann sagen wir für eine Tagessitzung 6-7 Stunden. Mein Gott, ist ja fast dran. 1200 Euro ist dafür einfach zu viel. Das geht nicht, das ist frech und das sollte man nicht machen. Ich will euch gerade damit sagen, Leute, passt auf, wo ihr hingeht. Beratet euch bitte öfters. Geht zu Leuten, die mit euch vernünftig reden und vernünftig Informationen liefern und nicht einfach nur irgendwas dir verkaufen wollen, sondern sprecht das richtig ab. Das muss alles richtig geklärt werden. Von mir aus 2-3 Studios.
Oder geht dahin, wo ihr denkt, das ist sofort sympathisch euch? Weil ich kann mir nicht vorstellen, also wenn du so eine Zahl da hörst, also ich verstehe gar nicht, wie man als Normalsterblicher das bezahlt. Das ist... Gut, man kennt sich wahrscheinlich nicht damit aus. Das ist das Problem gewesen. Und deswegen guckt euch noch woanders um. Es gibt so viele Leute, die Schriftzüge gut können. Oder halt realistische Bilder oder Comic-Trash. Ach, immer so weiter und so fort. Es gibt doch für alles eine Nische hier in Berlin und Deutschland. Und da sollte man halt dranbleiben und gucken. Oh, Polizei? Oh nee, Feuerwehr mal nicht. Schon wieder. Ja. An dieser Stelle, das wollte ich nur mal kurz sagen, bleibt aufmerksam, lasst euch nicht verarschen und geht nicht nach Followern, Leute. Geht nicht nach Followern. Auch das kann ich ja nochmal sagen in diesem Video jetzt hier drin. Ich habe zwar schon mal ein Video dazu gemacht, aber es muss ja immer wieder mal aktualisiert werden, weil wir kriegen ja immer neue Zuschauer dazu und Abonnenten. Und die schauen sich ja nicht alles an, sondern meistens nur die aktuellen Sachen. Ganz wichtig, geht nicht nach den Followern. Nur weil du 8000 Follower hast und auf einem Bild aber 47 Likes, dann stimmt dort was nicht, weil du kannst nicht bei 8000 Followern, die dir folgen und Interesse an dir zeigen, kannst du nicht 47 Likes haben. Das ist nicht, das ist ja nicht mal ein Prozent, ja, der da halt quasi da bleibt und liked. Das funktioniert nicht. Das zeigt, dass es gekauft ist. Und ihr Leute da draußen, viele sagen ja auch gerade in dieser Rapper-Szene so, Instagram, also Follower ist die neue Währung. Und das, da haben wir das Problem. Ihr müsst aufhören, wirklich danach zu gehen, wer wie viele Follower hat und wer wen tätowiert hat. Du bist nicht gut, nur weil du jetzt einen Star tätowiert hast, einen B-Promi, einen Z-Promi, weiß ich was für ein Promi, Leonardo DiCaprio. Das heißt noch lange nicht, dass du gut bist. Es geht immer nach den abgeheilten Bildern. Und ich sag euch, jeder gute Tätowierer zeigt euch abgeheilte Bilder im Netz. Überall, wenn du vorbeigehst, sagt er dir was dazu. Jeder. Jeder, der wirklich von sich was hält und was kann, der macht das. Alle anderen, das ist nur Schrott und Gedöns, die sind nur hinterher, Likes zu kaufen, Likes zu kriegen, hier und da und Follower halt. Und die Leute fallen dann darauf rein und denken sich so, oh fuck, geil, Bombe, der hat so viele Follower, der muss ja gut sein. Leute, vergisst diese Scheiße. Irgendwann wird es Instagram und sowas alles nicht mehr geben, dann kommt das Nächste und was ist dann? Weißt du? So, danach... Geht nicht danach. Hört auf mit der Kacke. So, das wollte ich euch nur sagen. Ist mega wichtig, was ich euch gerade gesagt habe. Und eine übelste Information, die man sich zum Herzen nehmen sollte. Ich kann euch sagen, das macht nicht jeder. Ja? Viele Tätowierer da draußen, die ziehen euch einfach ab. Das ist denen scheißegal. Die tätowieren dich, sagen dann, ja, hier, das Ganze kostet vorab 600 Euro. Sagt er dann noch am Ende des, am Ende der Sitzung, hey Mensch, wir haben ein bisschen länger gebraucht, hier und da, weil er irgendwie rumgetrickst hat. Jetzt macht's 800 Euro. Leute, das ist, da müsst ihr aufpassen. Macht den Termin, macht den fest, den Preis. Lasst euch nicht linken. Geht nicht zu einem x-beliebigen, meiner Meinung nach muss der Tätowierer sympathisch sein und was drauf haben. Ansonsten bringt es nichts. Man geht nicht nur hin, wenn er nur was drauf hat. Es gibt so utopische Preise, wo du dir denkst, warum nimmt ihr das? Das ist nicht gerechtfertigt. Das ist einfach nicht gerechtfertigt. Das ist einfach frech. Das kannst du nicht machen, Alter. Ein normaler Angestellter da draußen, normaler Mittelklasse-Mensch, Alter, da verdient er, wenn es so 150 Euro am Tag, und das ist schon verdammt viel, da kannst du nicht, Alter, kannst du nicht 1200 Euro nehmen, versteht ihr? Guck, merkt ihr eigentlich, wie ich gerade geflasht bin davon? Ich finde das halt frech so. Ich habe meinen Preis fest, mehr gibt es da nicht. Sprich, der bleibt so. Klar, wenn ich ein bisschen länger machen muss, dann kommt da auch noch ein bisschen was rauf. Gar keine Frage, aber das wird vorher eher geklärt. Ich sag ja vorab, wie lange ich für was brauche. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich möchte das aber alles komplett schon gleich fertig haben und wir überziehen ein bisschen, natürlich wird das dann auch bezahlt. Aber ich kann euch sagen, dieser Preis ist nicht annähernd an dem, den ich gerade genannt habe. Nicht annähernd. Und das will ich gerade damit sagen, so, ja? So, an dieser Stelle, gebt dem Video ein Däumchen nach oben, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, bleibt am Ball, ich kann euch gerne mehr so eine Information liefern, gar kein Problem. Ich habe auch was richtig Lustiges Bock, ich habe Bock, ein paar Instagram-Accounts auseinanderzunehmen, dass wir die einfach mal angucken und selber recherchieren werden, wie was wirklich da gefaked und was nicht gefaked ist, weil es geht ja noch weiter, nicht nur mit den Followern, nein, es ist auch so, dass die Leute gerne ihre Bilder faken, Videos faken. Alles drum und dran. Dieses ganze Internetgedöns ist mittlerweile so im Arsch, sage ich euch dazu. Ihr werdet alle nur gelinkt. Das ist einfach so. Und da müsst ihr mal mir wirklich dran glauben. Da müsst ihr mir glauben.
das ist kein Spaß, den ich euch gerade erzähle. Das ist purer Ernst. Das ist so. Die Leute versuchen, dich zu manipulieren, dich zu verarschen. Und es ist heutzutage fast alles da draußen Fake. Es gibt kaum noch reale Typen. Es ist einfach so. So, an dieser Stelle, das war's jetzt wirklich. Haut da rein. Peace.